gegrüßt und willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar nochmal ein kleines Update zu Covid-19. Und zwar habe ich jetzt Post bekommen von Gesundheitsamt. Bei manchen dauert es 6 Wochen, 8 Wochen. Bei mir hat es jetzt ungefähr 2 Wochen gedauert. Da steht halt drin, praktisch die Bescheinigung vorliegen einer Infektion. Steht halt Name, Datum, Geburtsdatum. Da steht dann praktisch drin die Isolierung, praktisch von wann bis wann. Und hier ist dann halt doch mal alle beschrieben, der Erregernachweis ja, mit Covid-19. Dort müsst ihr praktisch einen Zettel ausfüllen. Das könnt ihr halt per Post schicken, per E-Mail, als Scan oder laserlässig Foto ans Gesundheitsamt zurückschicken. Und was ihr praktisch hier ausfüllen müsst, kann ich euch mal kurz erläutern, weil dann haben wir das Thema wirklich mal beendet. Wie habe ich mich gefühlt mit Covid-19? Wie habe ich mich gefühlt nach 9 Tagen? Und jetzt praktisch wird jetzt von Gesundheitsamt, wenn schon, dann machen wir das dann auch richtig. Hier steht dann halt nochmal drin Informationen zum Patienten, Telefonnummer, E-Mail, stationär, hospitalisiert, also Hospital, besser gesagt, Tätigkeit, Betreuung, Unterbringung, Infektionsrisikoumfeld, Arbeit in Gemeinschaftseinrichtung, Aufenthalt in medizinischer Einrichtung, Corona-Impfung erhalten, ja oder nein, Anzahl der Impfung, Impfung am und Impfstoff von. Also bei mir wäre praktisch dann Moderna geimpft, das war irgendwann Dezember und dann irgendwann Ende Januar. Falls Leute nicht wissen, was sie halt hier ausfüllen, gibt es ja vielleicht Leute, die wahrscheinlich damit Probleme haben und ich versuche da irgendwie ein bisschen nachzuhelfen. Und hier steht halt auch mal klinische Informationen, Symptome, bitte ankreuzen. Dann gibt es hier zum Beispiel keine Symptome, Fieber, Geruchsverlust, Erbrechen, Husten, Geschmacksverlust, Kopfschmerzen, Schnupfen, Atemnot, Bauchschmerzen, Krämpfe, Halsschmerzen, Lungenentzündung, allgemeine Krankheitszeichen, Durchfall, da müsste ich fast bei mir fast alles ankreuzen. Bei mir war wirklich fast alles, außer die Atemnot hatte ich nicht. Lungenentzündung auch nicht so. Halsschmerzen, ja klar, durch den Husten wahrscheinlich auch. Ja, und so weiter und so weiter. Epidemiologische Informationen, Aufenthalt im Ausland, Risikogebiet, von bis wann, in welchen Staaten, Kontakt mit einem bestätigten Corona-Fall, müsst ihr praktisch Name eingeben, wenn ja, wo oder wahrscheinlich Infektionsumfeld, medizinische Einrichtung, privater Haushalt, Arbeitsplatz oder halt auch woanders. Die Risikogruppe, Grund, Vorerkrankung, ja oder nein, Herz-Kreislauf inklusive Bluthochdruck, dann gibt es hier noch neurologische, neuromuskuläre Erkrankung, Krebserkrankung, Schwangerschaft, Diabetes, Lebererkrankung, Nierenerkrankung, Immunschwäche inklusive HIV,
chronische Lungenerkrankung, Asthma, COPD und Postmortem, also was da alles gibt's. Erste positive Testung, Antigentest, Selbsttestanwendung praktisch zu Hause. Das müsste bei mir dann der 30.07. sein. Antigentest, Teststelle wäre auch der 30.07. Ja, und der PCR-Test wäre bei mir auch praktisch auch am gleichen Datum, weil ich habe gleich alles hinter mir gebracht. Ja, das müsst ihr dann praktisch alles ausfüllen und dann zum Gesundheitsamt hinschicken, weder per Post, per E-Mail, scannen oder per Foto. Ja, und denke mal, so schwierig ist es nicht auszufüllen, denke ich mal. Aber es kann ja trotzdem immer Leute geben, die damit nicht klarkommen, die das nicht richtig entziffern können. Was muss ich ausfüllen? Ich weiß es nicht, gibt es ja so eine Leute in Deutschland. Ja, und da hilft man halt erstmal, wo man kann, sag ich mal. Wenn ich jetzt die Covid-Erkrankung jetzt nicht hatte oder hätte, besser gesagt, dann hätte ich auch nicht helfen können mit Ausfüllen, wie ich mich gefühlt und so weiter. Und ja, und somit sind wir eigentlich mit dem Thema komplett durch. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt da noch kommen sollte, jetzt von Covid-19. Ich denke mal, das war wirklich schon das Letzte, was gekommen ist. Außer man macht einen Schnelltest zu Hause oder man macht einen Schnelltest im Center. Ich war jetzt viermal testen in der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Immer negativ gewesen und das ist ein gutes Zeichen. Außer immer noch morgens husten und, und. Ich hoffe, das legt sich irgendwann. Und ja, wie gesagt, das müsst ihr dann halt zur Gesundheitsamt wieder hinschicken. Ob sie dann nochmal antworten, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das wird dann, denke ich mal, noch zur Kochstelle. Hier schickst du zum RKI dort. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Und ich hoffe, euch hattet kurze Video gefallen, sag ich mal, ausführlich. Und ja, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Lasst euch überraschen. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und bis dann.